Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Der Thompson. Hallihallo. Und ich. So, ich bin bei mir. Oh Gott. Wer bist du? Erhoffen wir es. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So, ihr seht, ich nehme heute wieder auf. Aus Gründen. Und ja, das haben wir hier gebaut. Das wollte euch ja Chaos eigentlich auch zeigen, aber in der letzten Folge. Also wir haben hier einen Lift gebaut für, machen wir die Kettensäge weg, für ein paar Waren, die hinten beim Öl entstehen. Also, dass wir von oben an unsere Plattform drankommen. Und hier drinnen ist auch schon eingebaut quasi die Röhre, die zum Menschentransport geeignet ist, um uns hier hoch und runter zu katapultieren. Diesen langen Steg habe ich gebaut, als ich dann immer Platten gelegt habe. Wie verrückt. Das ist der lange Steg. Da hinten ist unser Zentrum. Und da müssen die Waren so in etwa hin. Und ich habe mir noch überlegt, dass ich die Waren quasi, also die Förderbänder, unterhalb dieser Platte langlaufen lassen möchte. Das könnte jetzt an manchen Stellen eventuell dafür sorgen, dass wir runterfallen. Aber dafür haben wir ja ein Jetpack. So. Das zudem. Mein lieber Freund Thompson, wo bist du denn gerade? Hier unter mir, über mir. Das ist übrigens die Ölanlage, die Thompson gebaut hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Ihr habt noch nicht gesehen. Da wandern wir gleich mal einmal durch und lassen uns von Thompson erklären, was da was ist. So. Warum lachst du da so? Wie bitte? Warum lachst du da so? Das ist lustig, ja, was ich erzähle schon wieder. Aus Gründen. Baust du schon wieder irgendwo? Nö. Nö. So. Chaos, wie geht es dir? Ja, soweit ganz gut. Dann frage ich mal aus aktuellem Anlass, wie war eure Woche? Ja, hätte besser sein können. Nicht so super. Aber wenn wir darüber reden, ist die Werbefreundlichkeit sicher weg. Was heißt du? Also du meinst jetzt über die Ereignisse in Wien? Ja. Weiß ich nicht. Also wir können ja einfach mal so, wir müssen eher nicht unbedingt alle Einzelheiten erwähnen. Also ihr habt das hier nun leider recht live mitbekommen. Also ja, ich habe es mitbekommen, so wie es begonnen hat. Durch einen Freund, der ein Video geschickt bekommen hat. Und ich habe dann gleich, weil von der Uni einige Leute da auf der Uni waren und ich wusste es, habe ich gleich dort eine Nachricht hingeschickt, dass die diese Stelle schön meiden sollten. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich habe das ja nur. Aber waren wir nicht noch im TS auch irgendwie? Ja, wir waren im TS. Oh, ne? Du hast World of Tanks gespielt. Ich habe gerantet in World of Tanks, ja. Noch nichts Neues. Ja. Du. Dann habe ich das hier. Gut. Mal so eine kurze Frage, Thompson. Also wie weit ungefähr ist das weg von deinem Wohnsitz? Ist das jetzt so weit gewesen oder? So ein paar Kilometer, also mit dem Auto. Oder nicht mal ein paar Kilometer, so. Mit dem Auto sind es, glaube ich, 10, 15 Minuten. Stadtverkehr. Ja. Und mit der U-Bahn sind es, wie viele Stationen? Ich glaube 6. Okay. Also doch ziemlich nah und da ist man öfters. Ja. Ja gut, durch die Uni halt, ne? Auch. Ja. Also die Uni ist 2 Stationen weg mit der U-Bahn. Wirklich. Ja. Ja. Aber es ist zum Glück ganz glimpflich ausgegangen. Naja, glimpflich. Naja, hätte schlimmer sein können. Das stimmt. Auf jeden Fall. Die Polizei war nach 9 Minuten war er ausgeschalten. Ja, die war sehr effektiv. Was das dagegen? Thompson, hast du noch so eine Hyperwire? So eine Turbo Wires? Eine was? Turbo Wires? Turbo Wires? Hm? Sind die aus Elektrizium oder wie das heißt? Ja, genau. Nö, hab ich nicht. Ja, dann muss ich mal welche holen.
Noch den Strom ein bisschen verlegen. Yeah. Hast du noch Beton da? Nee, auch nicht, ne? Ja. Wie viel? 500. Wir haben übrigens ein Kommentar bekommen, dass wir die Kohle weiterverarbeiten können. Können wir mit Sulfur anreichern und dann wird sie halt dann können wir mehr Anlagen damit betreiben. Aber ja, was ich sagen muss, unser Limit ist gerade gar nicht die Kohle, sondern eher die Wasserpumpen hier. Ja. Weil der See ist schon ziemlich zugebaut. Okay. Und Wasser hier vom Meer rüber transportieren oder die Kohle bis zum Meer ranbringen und dann das Kraftwerk hier am Meer aufbauen? Ja, es sind halt weitere Strecken, aber also ich kann jetzt quasi die Kapazität kann ich dann noch einmal verdoppeln, ohne Probleme. Ja. Und dann müssen wir halt weiterschauen. Ach, warum esse ich denn die Bären schon wieder hier? Oh, hier, die Farbpistole habe ich auch noch. Bum. So. Ah ja. Gut. Ja. Aber sagen wir mal, euch und Bekannten von euch ist nichts passiert in ihr dabei. Ja, alles schon mal. So gut es halt in der Situation geht. Naja, das war ziemlicher Schock. Das auf jeden Fall, ja. Und jedes Mal, wenn man jetzt Einsatzfahrzeug fahren hört, das ist bei mir schon so nicht selten. Ja. Ist halt jetzt auch nicht so lustig. Und heute war wieder etwas, das war aber ein Fehlalarm bei der WU. Wirtschaftsuni. Ja, bei der Wirtschaftsuni, da waren auch einige Einsatzkräfte unterwegs. Okay. Was dann in derselben Nacht noch passiert ist, irgendwo haben Jugendliche so Straßenböller auch sehr intelligent, ja. Geschmissen, damit die halt ja, dass da noch ein Einsatz ausgelöst wird. Auch kaum zu treffen, zu übertreffen an Intelligenz, ja. Ja, gibt sicher ein paar Kandidaten, die das schaffen. Ui. War denn leck gehabt? So dicht an der Kante hier. Okay, komm. Ach, hier bin ich gestorben mal, ne? Irgendwas war hier. Und was schön war, nach so einem Ding trenden ja immer Hashtags auf Twitter. Ja. Und in Wien war der Hashtag Schleichti, du Arschloch. weil das hat einer den Typen zugerufen aus dem Fenster. Ja. Während der da durch die Innenstadt gegangen ist. Aber wie ich das gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja, das ist in Wien. Ja, war das nicht auch Wiener Poeten oder was war das? Du hast doch irgendwas gepostet in der Gruppe. Ja, ne? Ja. Hm. Ja gut, aber er hat ja recht. Er hat ja recht. Ich kann da ja nicht mal was gegen sagen, er hat ja einfach recht. Das Arschloch kann sich wirklich schleichen. Oh. Das Jetpack gefällt mir echt gut. Also falls du Sprit brauchst, hier ist eben ein Storage mit sehr viel Tanks noch. Also mit Kanistern. Wo ist hier? Ja, hab ich. Da drüben. Ja, ganz weit weg. Kannst du da mal dann was in die Basis bringen? Ja. Das Problem ist die begrenzte Reichweite, also wir müssen den Sprit ein bisschen veredeln. Okay. Ja, aber ich glaube, das kann man jetzt noch nicht machen. Komm jetzt wieder nicht hoch auf deine Ebene. Jetzt habe ich nämlich einen ziemlich langen Weg zurück. Ja. Oder warte mal, nee, ich kann ja von unten dann durchstarten, ne?
Muss ich mal unten durchlaufen. Ich glaube, Turbo Fuel wird dann erst bei einem späteren Level freigeschaltet. Turbo Fuel. Okay, ich habe jetzt zwei von denen gemacht, passt. Wird's eigentlich jetzt mit der Energie aus? Ah, da sind wir noch weit entfernt. Also wir haben ungefähr so 500 Megawattstunden Puffer noch. Ja, ich baue gerade die nächsten Kraftwerke. Das ist gut. Ach, jetzt habe ich diese Frames nicht. Haben wir von den Heavy Modular Frames noch welche? 6 Stück bräuchte ich. Aha. Ich würde sagen, ja. Ich habe 10. Okay, du kannst die also entbehren. Ja, ich werde jetzt auch schauen, ob ich da noch eine Fabrik dafür aufstellen kann. Und für Computer. Mhm. Ich höre schon wieder Dinge, die nicht gut sind. So summen im Ohr. Summen. Was ist die interessante Höhle hier? Ja, da ist eben was davor. Hm. Ja, das kann man dann wegsprengen. Weg? Habe ich sprengen gehört? Nein. Springspang. Ja, gut. Ja, wir sind tagespolitisch oder wir sind tagesaktuell, ne? Also die Folge, die wir heute aufnehmen, die kommt morgen schon raus. Also für euch haben wir gestern aufgenommen, weil ihr sie heute guckt. Verwirrt? Ich auch. Es ist ja noch etwas Tagesaktuelles passiert, was, auch so nicht unbedingt jeder gedacht hätte, dass das so eintritt. Wir hatten Wahlen in den USA und der noch oder scheidende Präsident, es steht ja noch nicht fest, sagen wir mal, ist doch deutlich von sich überzeugt, dass er eine Wahl gewonnen hätte. Ne? Also, ja. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn er da sehr überzeugt von ist. Ja, der muss halt seine Fassade jetzt aufrechterhalten, koste es, was es wolle. Ja, das Problem ist, das kostet wahrscheinlich dann doch schon ganz schön viel, ne? Ja. Falls ihr nicht bemerkt habt, was passiert ist, Trump hat gemeint, er habe die Wahl gewonnen und man müsste jetzt die Auszählung stoppen. Ja. Das weil war so nach den normalen Auszählen wurden die Briefstimmen ausgezählt. Ja. Und die sind mehrheitlich. Und die sind fake. aber die sind halt mehrheitlich dann doch wahrscheinlich. Demokratisch. Demokratisch, ja. Die Stimmen. Naja. Da hat er ja was gegen demokratische Stimmen. Ja. Stimmen für die Demokraten. Hast du noch Cable? Ich bin da jetzt gerade schon in die Base zurückgelaufen. Aber ich hätte ein paar Cable. Wie kommst du da runter zum Space Elevator? Oder auf die untere Plattform, da gibt's noch nichts. Hast du doch ein Jetpack dabei, oder? Nee. Ja, dann. Dann musst du bis ganz hinten durchlaufen. Oder wärst du unten lang gelaufen? Ja, ich dachte mir nur, das hast du schon. Nee, da hinten fliege ich immer mit dem Jetpack runter. Ja. Deswegen freue ich mich ja so über das Jetpack. Gibt's irgendwo in der Basis heavy Modular Frames? Naja, wahrscheinlich. Also wenn du Thompson jetzt findest in der Basis, irgendwo rumliegend als Kiste, dann ja. Also falls er gesprungen ist. Ich bin mal die Hälfte gesprungen. So. So. Transportation. Jelly Pad. Das ist zum Landen. Ja. Genau, außerdem kommt bald ein neues Satisfactory Update. Ein Satisfactory Update kommt.
Was wird es denn Neues geben? Es wird MK2-Pumpen geben. Das heißt, man kann dann mit 600 Kubik pro Dings befördern. 600 Kubik was? Flüssigkeit, Wasser? Flüssigkeit, ja. Nein. Aber MK3-Pumpen, haben sie gesagt, werden sie nicht implementieren, weil sie da jetzt an ein technisches Limit der Engine gestoßen sind. Keine Ahnung, was okay. Das Problem ist. Ja. Klingt mir jetzt ein bisschen willkürlich. Ja, sie haben es nicht genau gesagt, aber wegen technischen Limitierungen. Wer weiß, wie sie das Wasser simulieren. Auf jeden Fall wird man dann auch auf dem Pipe sehen können, in welche Richtung die fließen. Es wird quasi auch so Einbahn-Dinger geben, die keinen Strom brauchen. Okay. Das muss halt direktional machen kann. Danke. Danke. Und Jump Pads wird man einstellen können. Und wird auch sehen, wo man hinfliegt. Genau. Es wird Leitern geben. Leitern. Es wird leichter sein, dann Strommasten zu platzieren, weil wenn man quasi dann das Stromkabel an die Wand zieht, entsteht dann dort gleich so ein Wandmount. Also ein Wallmount. Das, was ich jetzt hier gerade mache. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und das geht dann auch für die Decke und für den Boden. Das heißt, man kann halt dann auf der Decke oben auch Stromkabel montieren, was bis jetzt nicht möglich war. Ja. Und das ist das Pipe-Update. Das ist jetzt im Experimental Branch und wenn es stabil ist, kommt das Release. Die Spielstände sollten weiterverwendet werden können, weil sie nicht so viel am aktuellen ändern. Ja, und es gibt eine Packaging-Maschine. Genau. Und es ist so, die Raffinerien, die jetzt derzeit noch Verpackungsaufgaben machen, die können es nach dem Patch auch noch, aber nur die, die jetzt schon... Also neu gebaute können das nicht mehr, genau. Dann braucht man die Packing-Maschine. Ja, nur die alten sind eben noch dazu fähig. Im Legacy-Modus, sozusagen. Ja. Klingt aber cool. Na, vor allem, ich freue mich auf die Leitern. Legacy-Modus? Ja. Ja, nicht, dass abwärtskompatibel ist. Weil sonst funktionieren ja deine ganzen Fabriken dann nicht mehr. Legacy. Hat wer von euch übrigens vor, Watch Dogs Legion zu spielen? Nein. Ich werde mal abwarten, wie die Rezensionen sind. Und dann vielleicht eigentlich schon. Da wurde der Source Code geleakt. Okay. Huch. Also, man kann sich jetzt selber 500, das Spiel kompilieren. 500 GB Source Code. Ja, das selber kompilieren, das zeigst du mir. Huch. Wie kommt es denn dazu? Ja, dürften Hacker gewesen sein. Hacker und Watch Dogs. Ja. die halt Ubisoft erpresst haben und sagten, ja, wir wollen so viel Geld, sonst leaken wir den Source Code. Ubisoft hat nein gesagt, Hacker haben geleakt. Ubisoft hat nein gesagt. Ubisoft hat nein gesagt. Hacker sagt, na gut. Dann halt so. Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie es nicht zahlen, aber oder sie haben es für fake gehalten, das kann ja auch sein. Möglich ist alles, auszuschließen ist nichts. Das ist ja mal geckig. Ja gut, aber ja, was willst du da machen? Naja, ich weiß nicht, ob es einen Multiplayer-Modus hat. Du meinst, dass jetzt dadurch natürlich Bösewichte oder Leute, die vielleicht... Haben es leichter. Ja, das stimmt, die werden es leichter haben. Aber sonst
Das Spiel ist ja eher Fokus auf Singleplayer, wodurch sonst, würde ich sagen, nicht so viel Einfluss sein wird. Aber ich finde ja sowas dann immer interessant zum Anschauen. Echt? Ja. Ich mag Code von anderen Leuten nicht so. Ja, ich generell auch nicht, aber dann sieht man, wie so Studios arbeiten. Der riecht mir immer zu doll. Der Code ist Code. Der Code ist Code, genau. Rumrühren in fremden Code, das ist echt nicht schön sowas. Das will man doch nicht haben, sowas. Ja. Ja, nee, okay. Habe ich jetzt das Thema wieder verfehlt oder so? Ja. Es wurde ja auch letztens der Darf Windows... Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Das war eine Folge von Satisfactory hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns waren Chaos und Thompson. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus.